Willkommen zurück zu Let's Play LS17 auf der Map Silber Susum. Ja, ihr habt es gesehen, in der letzten Folge wollten wir mähen und jetzt machen wir es auch. Ja, unser anderer Traktor und mit dem Helfer, er fährt gerade, was fährt er gerade? Feld 6 ist er am Sehen. Wir wollten hier mal eine Runde mähen, dass wir schon mal die ersten Heuballen kriegen. So, senken. Eigentlich müsste der genug PS dafür haben. Genau, das passt. Okay, wir dürfen nicht zu nah an den Rand fahren. Der Kleine muss aber ackern. Ich finde den Zaun von denen nicht ganz so gut. Von unseren anderen kleinen 6, was ist das? 11er, 12er, den wir noch haben, da finde ich den Zaun fast besser. Okay, das ist eigentlich auch unser Hoftraktor, ne? Wir dürfen ihn jetzt nicht zu sehr ärgern. Das ist unser kleiner Hoftraktor. Dafür macht er seine Aufgabe gut bisher. So. Dann können wir gleich die erste Runde. Oh, jetzt haben wir da gar nichts gemäht, ne? Okay. Wir dürfen nicht zu sehr an den Rand des Nachbarn, sehe ich gerade. Sonst macht er das nicht. So, dann werden wir mal ein bisschen Abstand halt halten. So. Ja, aber die ist schön gerade. Ist auch nicht ganz so groß, aber von der Fläche her ist die vollkommen okay. Wir werden hier unsere ersten Heuballen herstellen. Was mir gerade auffällt, wir haben gar keine Presse. Die müssten wir uns dann auch noch kaufen, wenn das Heu dann so weit liegt und auch geschwadert ist. Haben wir eigentlich einen Schwader? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe doch mal einen da in der Halle gesehen, oder? Ich glaube, wir haben uns einen Schwader gekauft. So. Wir haben gerade fast abgestürzt. Nehmen wir das hier einmal nochmal gerade. Gut, Zuna können wir auch nicht ran. So, und weiter geht's die nächste Runde. Können wir so ein bisschen, ja, nicht zu sehr überlappend, aber so können wir fahren. Brauchen wir mal jetzt ein bisschen tricksen. Automatisch. Was? Mal gucken, wie er uns fährt. Was ist das denn? Okay, wir lassen es mal lieber mit GPS. Vergesst es. Hätten wir mal vorher einstellen sollen, aber egal, wir machen das mal auch so. Brauchen nicht mal GPS. So, unser Saatgut ist auch gleich wieder alle. Ich sag doch, Feld 6, das zieht aber richtig. Aber richtig. So. Da können wir gleich schon wieder drehen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Ballen wir hier aus der Wiese rauskriegen. Ein paar werden sein, aber glaube ich auch nicht allzu viele. Da müssen wir auch gucken, wo wir so viele Schafe einlagern. Vielleicht direkt da im Schafstall müssen wir mal gucken, ob wir sie da reinkriegen. Das wäre natürlich toll. Ich glaube, er hat auch in echt da ein paar Ballen. Gut, die letzten, die ich gesehen habe, hat er draußen abgedeckt. Aber da wir ja keine Plane haben im Spiel, ist das ein bisschen schlecht. Wir werden schon Plätzchen für die Ballen finden. So. Dann fahren wir mal jetzt bis gerade nach vorne. Kurve war echt schlecht gefahren. So. Ja, ein paar Mal müssen wir noch hoch und runter fahren. Ihr seht es ja. Aber dafür machen wir es ja auch selber. Es ist auch ein Landschaftssimulator, ne?
So, zack. So. Es wird immer dunkler. Und jetzt machen wir eine Drehung wieder. Ja, ich habe schon wo. Okay, er hat nichts mehr. Pferde von der Tochter. Wir kommen. Sagt gut, Buggy Transporter. Z. Nein. Nein. Hat keiner gesehen. Kann ich auch nicht auch gleich. Ne, kann ich nicht von hier. Ich muss den entlassen. So, zack. Machen wir wieder fest. Dann können wir gleich hier stehen bleiben. Fahren wir noch mal ein bisschen hier, nicht, dass wir ihn blockieren. So, und weiter geht's. So, Drehzahl hat sie und weiter können wir fahren. So. Ja. Dann werden wir gleich die Ballen als erstes noch herstellen und dann können wir uns dabei machen, die Nugget zu finden, würde ich sagen. Erstmal machen wir noch das Feld, dann kann das auch noch wachsen wieder. Können wir bald wieder nochmal die nächsten Ballen machen. So. Ranzoomen hier. Ah, das Nähwerk ist schon gut. Und runter geht's. Ah, viermal, fünfmal vielleicht noch, dann haben wir es auch geschafft. Aber ich muss sagen, also alter Falter, die Wiese, ihr seht es. Der arme Trecker, der ist nur am Wackeln, der Schlepper. Ist ja sowas von uneben. Naja, ist okay. Boah, wir müssen weiter rüber. Wir verschenken viel zu viel Arbeitsbreite, ne? Gerade Linie kriegen und Kette. Ja, ich habe noch einen kleinen Deutz reingenommen, ich weiß gerade gar nicht, welcher das genau war, aber und noch einen schönen Class Thresher, den ich gern haben will, weil Class hatte ich eigentlich noch nie, außer den ganz neuen Monster Edition damals auf Hof Bergmann. Ich habe mir so einen älteren Glas geholt, den finde ich relativ schön, der reicht auch für unseren kleinen Hof, wenn wir den uns kaufen. Werden wir mal gucken, aber erstmal brauchen wir ja Geld. Von nichts kommt nichts. So. Ich würde auch sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht mehr allzu viele Wiesen. Eine Wiese vielleicht noch. Eine haben wir ja gesät dahin. Vielleicht brauchen wir noch eine, weil ich habe ja gesagt, wir wollen ja hier gern mehr mit Schwein arbeiten. Wir wollen ein großer Schweinezüchter werden. Vielleicht irgendwann mal ein paar Kühe, um da ein bisschen Milch zu kriegen, aber das ist eher drittrangig. Erstmal kommen noch nach den Schweinen kommen die Schafe, aber die Schafe könnten wir uns fast als erstes kaufen, wenn wir hier schon die Heuballen, Strohballen haben. Heuballen, ja, Heuballen, Entschuldigung. Strohballen werden wir auch was. Ich glaube, auf der Map brauchen sie auch Stroh. Die Schafe, was ich auch gut finde, weil Schafe brauchen auch Stroh, auch im Gehege ein bisschen. Haben zwar viel Auslauf, aber die brauchen sie trotzdem. So. Zack. Rückwärtsgang. So.
Und weiter. Aber für die nächsten Arbeiten nehmen wir unseren anderen wieder, unseren 661 müsste das gewesen sein. Der ist mir, der Sound hier, den finde ich nicht ganz so prickelnd. Ist okay. Ist ein kleinerer, aber da finde ich von unseren, der gerade anseht. Ich esse das der Acrustar 631, genau, der hört sich echt geil an. Ey, warum heißt er genauso wie wir den haben? Gut, das war doch nicht der 631, der ist anders. Welcher ist das hier? Der DX4 an sich, ja gut, oh, hat aber auch ganz schön viel Rost. Auch schon ein bisschen älter das Modell. Na gut, da meckern wir nicht ganz über den Sound. Dafür war er gut und günstig, ne? Der macht auch seine Arbeit. Aber bevor wir aber hier gleich weitermachen, können wir ihn mal. Wo haben wir denn eigentlich unseren. Hänger, nicht Hänger, doch Hänger. Unser Kipper, wo ist der eigentlich? Da können wir schon mal das erste gebeizte Saatgut holen. Gebeizten Weizen holen. Und den in unsere Saatgutanlage kippen, ne? So, ein bisschen bleibt über, ist okay, dann fahren wir gleich nochmal rüber. So, und zack. So, das war die Spur, die wir noch brauchen. Ja, da haben wir unser erstes Feld gemäht. Sehr schön. Er hat schon wieder nur noch 69%, ne? Ja gut, mit Dünger müssten wir mit dem Paket, was da steht, auf jeden Fall hinkommen. Aber Saatgut, na, ich weiß ja nicht. Aber ihr seht, ey, es ist flach, ja, flacher als flach, ne? Wenn ihr mal in die Weite guckt. Da haben wir was stehen lassen. Oh, das wollen wir nicht. Rückwärtsgang. Das lassen wir nicht zu, dass hier was stehen bleibt. So. Maschine aus. Zusammenklappen. Oh, was war das denn? Nein, jetzt heben wir erstmal die Maschine. Oh. Soll ich ein bisschen zu viel, oder? Hä? Warum hebt er sich denn nicht? Okay. Oh, ich schlafe doch ganz schön auf dem Boden. Ich meine, nehmen wir doch den anderen. So. Oh, was? Ja, wir stellen das hier hin, ne? Hier steht das auch gar nicht so im Weg. Ausklappen. Wollen wir es in die Halle stellen. Da ist eigentlich auch genug Platz, oder? Gucken wir mal in der Halle. Nehmen die Saatmaschine, nee, dann kommen wir da nicht mehr ran. Aber passt das hier? Kann man das eigentlich so absetzen? Nee, ne? Ja, setzen wir es hier. Oh, das passt aber wie Arsch auf Eimer, aber so richtig. Kriegen wir bestimmt nie mehr raus. So, unser kleiner Hoftrecker. Seine Arbeit gut erledigt. Also, dich können wir doch noch mal kurz nehmen. Wo ist unser Hänger? Wo haben wir den denn geparkt eigentlich? Wir hatten noch einen Hänger. Hier ist er. Gegenfahren. Entschuldigung. Schieben wir mal kurz wieder hin. Das wollten wir gar nicht. Für die Ballen ist das. Aber wir nehmen Quaderballen. Also könnten wir das eigentlich auch verkaufen. So. So. Und dann wollen wir mal.
Das war nicht gut, dann müssen wir ein bisschen mehr von außen kommen. Wow. So. Jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen festgefahren. So. Ne, dann müssen wir dahin. So. Noch nicht ganz, noch ein Stückchen. So, unser erstes gebeiztes Saatgut. Getrocknetes Getreide. Jetzt haben wir es, das gute getrocknete Getreide. So, dann können wir ihn immer mal. Was wollten wir denn mit ihnen jetzt machen? Ach ja. So. Wo ist denn unser Zetterer? Da hinten. Oh, wir haben so einen kleinen Schwader. Was ist das denn? Wir haben gar nicht den großen Schwader. Mit dem kleinen habe ich noch nie gearbeitet. Ah, okay. Irgendwann ist immer das erste Mal. Wollen wir mal gucken, was wir aus dem machen. So, dann kommen wir schon mal hier hin. Zack. 5500, das ist schön. So, dann gucken wir mal, ob wir es direkt reinkippen können. In unseren gebeizten Saatguthersteller. Okay. Können wir anscheinend nicht reinkippen. Mich auch gewundert. Wir können ja mal. Da liegt schon Saatgut, oder? Was liegt denn hier? Saatgut. 100 Liter. Oh, sowas kommt raus. Das ist doch auch gut. Wir können es ja nochmal testen. Wenn wir seitlich reinfahren. Gibt es hier eine Kippseite bei denen? Kippseite hinten, nein. Rechts. Gucken wir mal. Den müssen wir bestimmt öffnen. Wir müssen den mal kurz wegfahren. Ich wette, den müssen wir öffnen. Oh, passen wir durch. Wir sind zu dick. Wir sind zu dick. Oh Mann. Wir sind echt zu dick, um da an der Seite lang zu gehen. So. Gut, hier kann ich nichts öffnen. Das hat er genommen, ja. Dann machen wir es halt anders. Tausend Liter passen ja rein. Nein, das stimmt nicht. Wir wollen hinten und 1000 Liter haben wir hingekippt. So, den fahren wir mal in die Halle rein.
Noch brauchen wir ihn ja nicht. Und das Saatgut kann auch so lange drin bleiben. Das getrocknete Weizen natürlich. Ist der richtig? Ja, perfekt. Da kann er bleiben. So, dann wollen wir mal. Und wir brauchen diesmal die Schaufel. So, die Schaufel. Dann nehmen wir auch sicherheitshalber nochmal ein Gewicht mit. So, und auf geht's. Wir fahren aber von der Seite ran. Ja, da bin ich ja jetzt gespannt. Okay, es füllt auf. Sehr gut. Sieht zwar ein bisschen nicht so schön aus, aber es geht. Dann werden wir den Rest auch noch reinkippen. Und wir stellen jetzt schon unser eigenes Saatgut her für die nächste Saison. Oder sagen wir für die fürs Winterweizen. Dürfte jetzt gar nicht alles reinpassen. Doch, passt. Oh, und da liegt schon der erste. Der erste Sack liegt schon. Geht das so schnell? Ist die Frage. Wir lassen das einfach mal so stehen hier. Zeig mal, können wir das in die Schaufel legen? Okay, in die Schaufel legen ist nicht gut. Das war nicht gut. Ist aber okay. Stellt er jetzt weiter her? Oder muss man den immer wegnehmen? Wir lassen ihn mal produzieren und gucken, was passiert. So. So, die Pferde von meiner Tochter. So, und er braucht auch mal wieder Saatgut. Wo ist er denn? Da oben ist er. Ja, wir kommen natürlich. Oh, hat er doch ganz schönes Stück geschafft. Wir kommen, Kollege. So. Und eine Drehung. Rückwärts ran. Dann Z und werden wir mal gleich wieder vollfüllen. Und aussteigen. So, ein bisschen müsste noch drin sein. So, dann wollen wir noch mal zetern. Einmal das gemähte Gras. Eigentlich lässt es man ja ein, zwei Tage liegen. Machen wir jetzt hier nicht. B. Und da haben wir das schöne durchgetrocknete Heu. Normalerweise lässt man es ja ein, zwei Tage trocknen in einer richtig heißen Sonne. Dann wird es einmal gedreht, nochmal getrocknet und dann kann man es pressen. Dann hat man Heu. Wir machen es jetzt direkt.
Wir wollen jetzt mal nicht so ganz so pingelig sein. So. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Das müssten wir noch in der Folge eigentlich schaffen. Fast 3 Spuren kann man immer mitnehmen. So. Saatgutbeize. Saatgut voll. Okay. So schnell ist das voll. Dann werden wir gleich mal gucken. Wollen wir dann. Ach, wir können das eigentlich auch direkt erstmal eine Schaufel werfen. Wir brauchen bestimmt das Saatgut noch, um den voll zu machen. Ansonsten können wir die andere Saatgutmaschine auch nochmal voll machen. Aber wir machen jetzt erstmal. Ja gut, komm, wir springen einmal rein. So. Okay. Okay. Müssen wir da reinlegen. Oh, nein. Nein, was ist das? Wow. Das habt ihr alle nicht gesehen. Das war ein Unfall. Das war gerade sehr schlecht gemacht. Okay. Hier haben wir so auch noch Beize gehabt. Gucken, kriegen wir ihn von alleine raus? Glaube ich nicht, oder? Wir stecken voll im Baum fest, oder? Oh, doch haben wir es geschafft. Okay. Okay. So war das nicht gewollt. Wenn wir halt ein bisschen weiter hier drin stehen. Zack, so geht das. Und jetzt können wir hier nochmal schnell weitermachen. Oh, kurz zurückfahren. Da was übersehen. So, das war, ja okay, er stand mit dem Frontlader drin, wir schließen und natürlich fliegt der weg, total verbuggt. Gut, da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet, aber wir lernen ja, wir wissen, was uns nächstes Mal nicht nochmal passiert. Ich dachte jetzt, unser Traktor ist dahin. So, zack. Da haben wir die Kurve nicht gut genommen. So, und weiter geht's. Mal ein bisschen hier über das andere. Nicht, dass wir da was vergessen hier vorne. Aber das, die Arbeitsbreite ist ja ein bisschen größer. Da brauchen wir nicht ganz so oft hoch und runter fahren. So, aber da bin ich mal gespannt mit den Schwader, wie das wird. Das wird, glaube ich, eine Arbeit. Ich weiß gar nicht, kann man denen eigentlich das machen lassen? Erkennt er das Feld? Das können wir ja mal gucken. Ansonsten schwadern wir das selber mit denen ein. Ich weiß gar nicht, wie. Wir müssen das einmal mit den Uhrzeigersinn und einmal dann immer gegen den Uhrzeigersinn. So war das. So, zack. Wir haben alles erwischt. Ja, brauchen wir noch einmal hochfahren. Dann haben wir das Feld auch. Sehr schön, das freut mich. Und es ist fast 20 Uhr. Das passt.
Wir sehen immer noch was, noch nicht ganz nachts. Das heißt nachts, spät am Abend ist es. So, dann fahren wir nochmal hier hoch. Haben wir das kleine Feld hier auch abgeschlossen. Man sieht auch richtig schön, wie das Gras einmal hoch wird und einmal umwendet. So. Perfekt, jetzt noch einmal runter. Kannst du mal von der Seite trocknen. Ja, aber das war's dann schon auch für diese Woche. Sibasusum LS17. Ha. Weil wir machen jetzt nur noch an einen Tag ein Thema, sag mal. Ihr wisst, was ich meine. Ich brauche es ja nicht tausendmal wiederholen. Ein Thema. Thementag, ihr wisst, LS17, Fortnite. Was haben wir noch? Dead Island und WoW. Es kommt jeden Tag 1. Das ist die zweite Folge für den Montag. Da sehen wir uns erst wieder nächste Woche. So, das Feld ist fertig. Die Folge ist zu Ende. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Burgerim LP Let's Play LS17. Auf Wiedersehen. Tschüss.